mal durchkratzen. Hirschdinosaurier gibt's jetzt. Ah, ja. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, hier zum Community Farming mit den Hirschen. Dabei sind Bernie, Jockel, Markus, Micha, Tom und Sascha. Hallo zusammen. Hallo. 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 So, und weil wir uns nicht so gut auskennen mit der Karte, haben wir denjenigen dazu geholt, der den ganzen Mist hier verzapft hat. Hallo, Andreas. Hallo. Hat er das verzapft? Das kann gar nicht sein. Ja, nee, du hast das... Hey. Hab ich? Naja, das ist... Ich hab halt während der Fahrt mit den Zuschauern gesprochen. Ja, kann ja, das ja. Schon mal passieren. Was habe ich getan? Ich habe das gemacht. Ja, dann ist gut. Ich habe keine Ahnung, liebe Zuschauer, was wir heute machen, aber ich habe gesehen, da sind ganz viele Eier, deswegen gehen wir einen Kühlanhänger holen und gehen mal Eier verkaufen, oder? Oder wollen wir die, bringen wir die irgendwo hin? Den Kunstverkaufer, ja. Doch, dann, ich habe direkt mal einen Unimog mitgenommen. Mhm. Andreas, hast du gesehen, dass ich zu deinem Hirsch im Kreisverkehr noch einen Hirsch gestellt habe? Nee, ist aber doch in Ordnung, mach nur. Das ist Mama Hirsch mit Baby Hirsch, also hier Bambi, ne? Achso, auch noch gleich zwei. Nee, du hast ja einen hingestellt. Der erste stand ja von dir da. Achso. Ach, hier oben im Kreis. Das war ja, da. Ja, genau. Ich habe mich da drauf beschränkt, ordentlich zu fahren, weil es könnte mir ja jemand mit Kamera zugucken. Ja, richtig, ich habe es gerade gesehen, wie du mir entgegengekommen bist. Ja, das ist auch der Grund, warum ich nicht streame. Dann kann damit, jeder sagen, das war doch mal ordentlich. Damit die Leute nicht sehen, wie du fährst. Ja, damit die Leute nicht sehen, dass ich hin und wieder auf meiner eigenen Map auch Querfeld einfahre. Einfach weil ich... Was? Der Mario fährt ja auch mit besser. Was? Ich fahre super. Ich fahre nicht ja, Querfeld ein. Ja, das habe ich gerade gesehen. Was, wo denn? Ach so. Aber das war nicht Querfeld ein. Das war vielleicht Querstraßen ein. Aber ja. 2020 Fahrbahn und so. Schön, der Mario Querfeld einfahren kann und parken. Das werde ich ihm noch ewig vorhalten. Naja, mein Freund, der Erste, der den Lambo in die Botanik gesetzt hat, das warst du. Was kann ich denn dafür, dass du so mit so tiefer gelegten Autos um die Ecke kommst, wo das hier auch so vorteilhaft ist? Das war super. Mhm. Vor allen Dingen, wo wir beide durch den Blitzer sind. Die erste Kartenvorstellung, die wir von 22er machen, Andreas, die machen wir mit Lamborghini. Das ist einfach Tradition. Ah, das können wir machen. Ich kein Problem mit. So, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr es, ne? Offiziell. Es gibt eine Kartenvorstellung im 22er. Ja. Es sei denn, die Karte ist so geheim, dass ihr sie nicht seht. Ja, das ist genau. Ich mache jetzt heute eine Mod-Vorstellung, aber ich kann euch leider die Karte nicht zeigen, die ist geheim. Ja, genau. Ja, ansonsten müsste ich euch den Mund zukleben danach. Hallo Markus. Hallo Mario. So, kann das sein, dass ihr jetzt hier, ich habe schon wieder die Ernte verpasst, ne? Schon wieder kein Drescher gefahren. Ich bin immer bei den Knechtarbeiten dabei, beim Ansäen und so ein Kram. Ja, ist doch so. Also du darfst nachher gern häckseln, wenn du möchtest. Und wir haben noch ein paar andere Aktionen mit dir vor. Na super. Mhm. Aber ich will auch noch mal Lexion fahren. Ja, das kriegen wir auf alle Fälle hin. So, ich sauge jetzt erstmal hier die Eier ein, ne? Mhm. Hört das? Super. Ich gib direkt Rührei. Das hört sich aber bald so an, als quetschst du die durch die, durch die Tür. Durch Schloss. Er ist direkt Rührei. Ah, okay. Das ist relativ clever von mir. Dann, das ist quasi ein extra Produktionsschritt, den kriegen wir extra bezahlt auch. Ich lass den Anhänger dann später hier am Hof stehen, ne? Dass wir die Eier dann immer wieder. Wo bring ich denn hin? Ich muss wahrscheinlich wieder quer über die ganze Karte. Ich weiß doch Bescheid, das ist so typisch. Ja, nur für dich. Ja, das kann durchaus passieren. Das
So, was ist denn hier? Kalk, Mehl, Konserve. Wo sind denn die Eier? Geheim. Der Andreas hat einfach viel zu viele Früchte hier auf der Karte. Viel zu wenige. Wo sind denn die Eier? Da, ich hab's. Die sind ja ganz vorne. Aber wir sind halt nicht so wie andere, die dann an die Grenze stoßen. Wir hatten noch drei Früchte. Ausflugsreit. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zu Roberts Burger. Da, ach Gott. Oben ja, bei deinem Haus. Kannst du gleich zu Hause vorbeifahren? Ja, da werde ich aber wirklich gleich mal zu Hause vorbeifahren und mal eben das Hemd wechseln. Nur darfst du dann Konserven noch wegbringen. Du musst aber aufpassen, ne, dass du deinem Alter-Ego begegnest. Ja, ich glaube, der ist doch jetzt unterwegs. Also, der ist jetzt unterwegs. Der ist doch nur abends im Haus, oder? Ja, ich glaube, der sitzt erst ab 18 Uhr auf der Couch. Ja, bitte. Wird schön gearbeitet. 18 Uhr ist Essen mit Kindern. Ja, dein Kinder ins Bett bringen. Und ab 20 Uhr ist Vergnügen mit Frau. Sag mal, Andreas. Ja? Nicht sowas. Das gibt's doch gar nicht. Was, ja. was hab ich denn gesagt? Vergnügen mit Frau? Du, man kann auch Fernsehen vergnügt miteinander gucken. Ich weiß gar nicht, was ich immer sage. Ja, dann weiß ich auch nicht, was du immer sagst. Das ist genau das Problem. Wer weiß das schon? Ich hab jetzt nichts Schlimmes gesagt, also. Mann. Ist die Brücke gesperrt? Guck doch mal lieber, ob die Brücke gesperrt ist. Das ist halt mein Problem. Zur Brücke? Wieso? Wo willst du denn über eine Brücke nach Tötenteich? Ja, ihr... Nicht? Ich hab gedacht, ich fahre jetzt hier rechts rum und dann. Kann man auch, aber dann ist es halt ein sehr großer Umweg. Ach Quatsch, Umweg. Ich fahre halt irgendwo lang und denk irgendwann werde ich wohl hinkommen. Macht man das nicht so? Ja, ich sehe schon, komm, beim LS22 müssen wir wirklich ein Navi-System einbauen. Ach ja. Dann wäre ich übrigens dabei, ne? Ja, es gibt Leute, die wir hätten da schon im 15er gebraucht. Andreas, lass uns das wirklich mal einbauen. Ich verspreche dir das ein. Wenn möglich, bitte wenden. Sie haben das Ende der Route erreicht. Herzlich willkommen. Bei Hirschfeld Logistics. Da wollte ich gar nicht hin. Alle Wege führen zu Hirschfeld Logistics. Zutrauen würde ich dir das, aber diese Navis, die können wirklich, also ich meine, heute sind sie ja gut, aber ich kenne das noch so vor 20 Jahren. Die ersten waren super, also ich habe auch mal auf der Autobahn, ich bin auf der Autobahn gefahren, dann sagt die, bitte wenden. Ja, das kenne ich auch, das meinte ich ja damit. Das war schon super. In Österreich gehabt, oh, da bin ich irre geworden, bitte wenden. Ja, genau, auf der Autobahn. Wenden Sie jetzt, ziehen Sie die Handbremse und schlagen Sie hart das Lenkrad ein. Geben Sie ein bisschen Gas, um das mit einem Drift noch zu beschleunigen. So schlimm war es dann doch nicht, aber die ersten, ja. Es gab da total coole Erweiterungen auch. Es gab dann hier den Darth Vader Mod, ne? Wo der das Lightspeed. Und wenn du angekommen bist, you're welcome on the dark side. Oh, ich hätte schon Lust an solchen Sachen. Ich merke das schon. Wo haben wir denn unseren Auflieger? Welchen Auflieger? Den Kögel. Durchfahrt. Aber wir werden gerade keinen LKW haben. Genau, weil wir haben plus zwei und beide sind gerade als Abfahrer 1 im Gebrauch. Das geht. Aber theoretisch gesehen wird bald einer frei. Das ist gut. Ich nehme an in die Biogas, ja? Genau. Also ich schätze mal, der Markus hat das schon alles in Angriff genommen. Ja. Die letzte miteinander. Also ach, ich habe so gesagt, man könnte ja im 20er mal Underwater Farming betreiben. Du meinst Algen für Biodiesel? Ja, zum Beispiel. Sehr gut. Mal gucken, was man so alles noch so unter Wasser pflanzen kann.
Weil Vertical Farming hatte Mario ja schon. Ja. Und Mars Farming gab es ja auch schon. Aber das war echt schlecht. Was? Mars Farming? Ja. Aber ich kenne eine neue Tiersorte, die kommt. Ja? Mehlwürmer ist jetzt in der EU als Lebensmittel zugelassen. Früher im Angelbedarf gekauft, jetzt in der Biotheke bei Rewe. Super. Ja, aber wirklich. Super. Aber könnt ihr mir fragen, ich bin hier Lost in Translation. Ne, ich bin richtig. Irgendwie komme ich hier bestimmt auf die Straße. Ah ne, hier komme ich gar nicht weiter. Hier ist tatsächlich nur ein Forst. Oh, Andreas. Echt. Der macht hier Wege und die führen nirgendwo hin. Die sind einfach enden im Nirgendwo. Ja, warum? Wenn du irgendwelche Waldwege und Feldwege nimmst. Weißt du, warum bist du auch nicht mehr auf der Karte zu sehen? Schon auf der Nachbarkarte. Das erklärt's natürlich. Gott, jetzt muss ich hier tatsächlich übers Feld fahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingekommen bin. Wenn du die Straße steckst, dann bitte nach rechts abbiegen. Ja, ich krieg das hin. Tom, ich handle immer in bestem Wissen und Gewissen. Alles nur für den Dackel, für den Club. Hey. Für den Dackelclub. Na dann. Ja, Roberts Burger, die werden wohl tatsächlich so wie die Sonne gerade auf den Kühlanhänger prallt, werden die wohl warmes Ei kriegen. Die sind schon durch. Da ist doch eine Lüftung drin, Mensch. Ah, ich glaube, die habe ich vorhin kaputt gemacht, als ich gegen den Baum gesammelt habe. Das wird aber auch überbewertet. Sag mal, frische Lebensmittel. Ja, eben. Lieber erst noch 3 Tage bei 40 Grad in der Sonne stehen lassen, die Eier. Ja, bitte. Ich lasse euch aber heute alleine in eurem Elend. Was, wieso? Tust du das? Wo gehst du hin? Ich habe gedacht, du kommst uns hier mal auf der Karte besuchen und könntest mal hier... ich muss ja, hier nur Eier knechten. Mich, könntest du mich mal unterstützen? Ja, könntest du mal Mario helfen, die Eier wegzufahren. Ja, dann kommt Mario vor bei mir vorbei und dann kriegen wir das hin. Ja, das war früher auch anders. Er verlangt jetzt auch ja. Vorkasse Gegenleistungen. Ja. Wenn dieses elitäre Logistikunternehmen sich nicht bequemt, hierher zu kommen, dann... Ja, ist wirklich wahr. Ich schicke mal meine Leute demnächst. Ja, ja. Ne? Jetzt hat das nicht mehr mit dem elitären Mapper, jetzt hat das mit dem elitären Logistikunternehmen. Mhm. Ja, das ist so. Ja. Andreas. Aber auch wechselnde Ziele. Andreas, das ist einfach so. Warst du nicht der Erste, der die Bilder gepostet hat? Nee. Doch. Natürlich warst du das. Was? Von dem Logistikunternehmen, da waren 2 vor mir da. Du warst der Erste, der irgendwas Platziertes davon gepostet hat. Sonst hat es noch keiner gepostet. Um ein Huni nicht. Da war ich echt perplex. Dachte, oh, Sebastian spielt jetzt. Nee, ich glaube auch, es waren tatsächlich noch 2 vor Sebastian. So. Schade. Ich schwimme im Strom mit, ne? Ich mache nichts eigenständig. Ich schwimme mit im Strom. Wenn der Wind von rechts kommt, dann weht meine Fahne nach links. Das ist einfach so. Oh, bitte. So, wer braucht jetzt wohnenden Abfahrer? Auf dem Hof steht der Kögel in der Durchfahrhalle, die dann die Jungs auf Feld auf der Wiese 147 und 158 brauchen. 158 ist übrigens laut schon abgeschlossen. Warum auch immer. Also die ganzen können wir dann für uns benutzen. Boah, nein. Leute, Kohle kommt rein, aber so richtig volle Lotte. Guckt euch das an. 23.000 Euro für Eier. Boah, Wahnsinn. Ich lasse euch mal machen. Aber die, ja, 108, aber die anderen. Alles klar, Sebastian. Tschüss. Ciao. Die Ballen bitte zu gerne. Auf der 158 sollte Andreas auch wirklich Ballen sammeln. Dann sieht er mal, was er mit diesem bergigen Land hier überhaupt angestellt hat. Aber er hat extra einen Zaun unten hingesetzt. Das ist ja.
Aber bitte die Ballen zur Gärtnerei bringen, weil die sind bloß abgeschlossen, weil andere Aufträge übergesprungen sind. Aha. Ja, das ist nämlich das Problem, dieses Multiple Mission oder wie das auch immer heißt. Better Contracts. Ja, das ist kein Problem. Wenn man den Griff hat, wenn man weiß, was woher kommt, dann ist das kein Problem. Man muss nur wissen. Ja, wenn du weißt, wo es herkommt, ist das okay. Gibt aber auch welche. Ich kann den Auftrag nicht abschließen. Was habe ich falsch gemacht? Es liegt immer an der Map und es wird auch immer beim Mapper gefragt, warum das so ist. Ja, und Andreas, da haben sie ja auch recht mit, ne? Also grundsätzlich könntest du ja in dem Moment, wo der Auftrag nicht abschließbar ist, müsstest du wie ein kleiner Genie-Flaschengeist auf der Karte erscheinen und den Leuten sagen, hallo, nein, natürlich hast du keinen Fehler gemacht, sag mir, was ich für dich tun kann. Ja, genau, normalerweise müsste ein großer Holzhammer aus dem Monitor kommen und erstmal zuschlagen. Andreas, du bist einfach zu extrem. Also liebe Zuschauer, ihr müsst wissen, der Andreas macht mappt wirklich gerne. Der macht das auch gerne für ihn, gibt die Sachen gerne frei, auch wenn das manchmal sich nicht so anhört. Ja, ich mache vieles gerne. Aber wenn Leute... Wenn Leute noch nicht mal in der Lage sind, Map-Beschreibungen zu lesen oder rumjammern, da ist ja wieder nur ein Video, kein Text. Das ist schon seit, wer weiß wann, schreibe ich keine Texte mehr, weil... Keiner liest. Sie lesen ja eh nicht. Eben, das ist ja, das ist ja der Grund, warum ich es nicht mache. Aber es steht immer dran, welche Mods benötigt werden. Und wenn sie das nicht schaffen, den in den Mod-Ordner zu packen, dann das tut echt weh. Ach, André. Zumal sie ja mehrfach verlinkt waren. Der Mario hatte sie verlinkt, ich habe sie verlinkt. Ja, du meinst das Manure-System für das Logistik-DLC, ne? Ja, es ist ja nicht nur das, das ist ja... Ne? Ja, das haben bei mir tatsächlich auch immer wieder schreiben das Leute rein, dass sie das im Mod-Ordner haben und alles angelinkt haben und es nicht erscheint. Also, liebe Zuschauer, wer es noch nicht verstanden hat, Manure und Global Company zwingend notwendig für das Logistik-DLC. Auto, Open bzw. Animated Objects optional, aber sinnvoll. So. Also, jetzt haben wir wirklich alles gesagt. Wer den Community-Stream nicht guckt, dem können wir sowieso nicht helfen, ne? Meinst du, dem ist eh nicht mehr zu helfen? Nein, das ist dann durch. So, also den Kögel habe ich nur noch nicht gefunden. Der ist in der Durchfahrhalle. Ja. Ich hab's, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe eben nicht richtig zugehört. Entschuldigung. Mario, wo bist du gerade? Ich bin hier gerade bei der Metzgerei und komme jetzt gerade, versuche langsam zu fahren, weil hier immer irgendwo Blitzer sind, aber bin jetzt gleich da am Hof. Machst einen kurzen Absteher zur Konservenfabrik, bitte. Ja. Ich komme dann gleich auf dich zu. Fertig, Markus. Jo. Ach, der Mario arbeitet hier auch nur nach Anweisung. Ich dachte, der wäre hier Chef. Nö. Ich tu nur so. Ach so. Achso, ich guck mal hier, ich bin direkt an der Tankstelle. Was hältst du davon, wenn ich den Unimog nachtanke? Ich könnte ja mal. Manchmal denke ich ja mit beim Arbeiten. Nee, Tom ist hier Chef, der hat das Sagen. Wir haben festgestellt, dass Tom der Einzige ist, der einen Plan hat. Ja, das ist ja gut. Der wohnt aber auch hier. Er hat extra seinen Wohnwagen hier abgestellt. Na, clever. Mal ganz ehrlich, wegen dem Ballenproblem, wenn ihr freiwillig Rundballen macht, ist das doch euer Ding. Du bist doch nicht gezwungen, Rundballen zu machen. Doch. Wir werden die Pöttinger kaufen können. Nein. Habt ihr etwa das Memo nicht gelesen? Andreas hat dem LS19 geschworen, dass Rundballen des Todes sind. Nein, das nicht. Mario, jetzt habe ich das gleiche Problem wie du neulich. Kurve einfach zu eng genommen. Ich habe die Länge des Anhängers nicht berücksichtigt. Tja, was soll ich jetzt sagen? Aber ich habe es ja hingekriegt. Nö, du bist doch nicht gezwungen, Rundballen zu machen. Also Quaderballen machen. Muss halt dann mit deiner eigenen Presse machen. Nee, was ist das ein schöner LKW? Ich glaube, ich spinne. Das ist ja wieder, also... Nee,
Nee, da kannst du sagen, was du willst. Das ist einfach ein feines Stückchen. Ob ich so gucken tu oder so gucken tu. Der lange Anhänger auf die Fähre. Das ist einfach ein wunderschöner LKW. Ja, Tom, was haben wir, was ist Sache hier? Ja, Konserven verkaufen. Verkaufen? Jo, verkaufen. So, das heißt, ich nehme den hier, aber da sind ja gar keine Konserven drin. Nee, die musst du laden. Du musst zweimal fahren sogar. Echt? Wir haben so viel Konserven, ja. Und bitte zum Exportlager. Zum Exportlager oben, du meinst am Hafen, ne? Genau. Ach ja, ich brauche ja gar keine Fähre benutzen hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gedacht, nee, ich saß noch nicht. Das Glück war so hart. Ich hatte die Schuppen von den Augen, als ich hier vorne um die Gott fuhr. Dass ich ja gar keine Fähre benutzen muss. Der lange LKW passt so lange hier mit auf die Brücke. Ich war jetzt 2 Monate nicht hier, hallo? Ja. Du warst 2 Monate nicht auf deiner Karte? Nee, bei euch hier. Also auf meiner Karte bin ich schon länger nicht mehr. Ich spiele ja keine LS mehr. Nur zu Testzwecken. Also auf meiner Karte war ich erst heute, davon mal ab. Aber wie gesagt, das sind nur, wenn ich mal so Screenshots oder sowas machen brauche. Weil ich hatte heute einen, der war der Meinung, die Menüs von den Fabriken würden nicht auf Englisch gehen oder auf Französisch. Und dann musste ich ihm erstmal das Gegenteil beweisen. Also die Displays gehen nicht in einer anderen Sprache, aber die Menüs gehen. Na, Hauptsache irgendwas gehen. Sag mal, Andreas. Mal. Ich hätte sogar fürs Transportsystem, vielleicht für den nächsten, da ist noch eine kleine Verbesserung. Da habe ich noch ganz viele Verbesserungen. Die Kartons könnten noch so ein kleines Hirschfeld Logistics Branding kriegen. Das habe ich bei einigen beim Kögel gemacht. Nee. Doch, würde wirklich doch gehen, tut das. Nee, wir machen das dann lieber gleich auf die Palette. Ein richtiges Holz, also in so ein Branding ins Holz, so ein Hirsch. Das ist mir auch recht. Ja, ja. Euro-Paletten von Hirschfeld Logistics. Ja, bitte. Ja, aber bitte, mit Sahne. Ach, ich brauche dringend noch. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr einen Logistiker kennt, der günstig Werbung auf seine LKWs drucken lässt, schreibt mich mal an. Ich hätte gerne Hirschfeld Logistics drauf, damit ich Giants überzeugen kann, dass es das in der Realität gibt und wir die Sachen in Mod bringen können. Könnten wir, das ist ja nicht das Problem. Allerdings, das DLC geht nicht. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Nee, können wir nicht. Die, Was? Hirschfeld Logistics würden die nicht akzeptieren. Doch, natürlich. Das ist ein Fantasiename. Fantasienamen gehen, Hot Tools geht ja auch. Ja, aber das ist zu nah an dem YouTuber Hirschfeld. Ich glaube, da gab es mal Bedenken. Also wenn Lichtschwerter gehen. Eigentlich stimmt. Oder Toastbrot. Ja, Toastbrot, Eis für 10 Euro. Naja, gibt ja noch mehr, ne? So, ich bin einmal voller Konserven. Exportlager hast du gesagt, ne? Jawohl. Ja, da kümmere ich mich doch drum. Oh, ich bin zu weit gefahren. Ich mach auf der Tor, ja. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Was gibt's denn für 1000 Liter Konserven? 1800. Bisschen mehr wie 1800. 1840. Oh. Nee, was ist denn hier los? Ja, tut mir leid, aber. Der LKW hat Pause. Der LKW hat Pause. Naja, hier sind Forstarbeiten. Was? Ja. Um den Forstbestand des Waldes zu sichern, müssen wir. Ja, ganz ehrlich, was heißt denn Forstbestand des Waldes? Abholzen werden wir das hier. Und dann gibt es ja auch keine Forstarbeiten mehr. Runter mit dem Zeug. Müssen die Arbeiten ausgeführt werden. Dies dauert ca. 14:36. Ach, das sind ja nur 2 Minuten. Ja, die warten wir auf jeden Fall hier, Freunde. Aber liebe Zuschauer, für euch sollte ich muss jetzt Pause machen, ne? Lenkzeiten überschritten und den ganzen Kram, ne? Wir verabschieden uns für heute und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und auch von mir. Alles Gute, bye bye und ade.
Also mal ehrlich, ne?